Reise, indem du Proviant, Futter und Wasser des Pferdes vorausbedenkst, sagt ein mongolisches Sprichwort. Die Bedeutung, die das Pferd für die Geschichte und Kultur der Mongolen hat, kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Die Anzahl Pferde ist höher als die der mongolischen Bevölkerung. Dem Schlag nach zählt das mongolische Pferd zu den Kleinpferden mit einem Stockmaß bis höchstens 135 cm. Der Körper ist kompakt, stämmig, etwa 145 cm lang. Das Gewicht beträgt 350 Kilo für ein schönes männliches Tier, 300 Kilo für eine Stute. Auch Ulzi, der Schwager meiner Frau, ist ein Pferdezüchter. Bei ihm gehen Pferde über alles. Auf dem Land, wir befinden uns 700 Kilometer nordwestlich von Ulaanbaatar, lernen die Kinder schon sehr früh reiten. Junge Erwachsene reden, reiten und diskutieren über Pferde, wie bei uns Jugendliche über Motorräder. Ulzi möchte uns seine ganze Pferdeherde zeigen. So schickt er einen jungen Reiter los, um sie zu suchen. Es soll 3 Tage dauern, bis er sie uns vorführen kann. Eine kleine Herde von Yaks wollte an der Wasserstelle Wasser trinken. Aber eine kleine Pferdeherde näherte sich der Wasserstelle und Yaks mussten Reis ausnehmen. Vertreiben nützte nicht viel. Die kleine Herde stammt aus einer fremden Jurtensiedlung. Ein wenig missmutig gab man ihnen Wasser, bis sie dann von Ulzis Sohn sanft, aber bestimmt weggetrieben wurden. Pferde mögen es, im heißen Sommer bis zum Bauch im Wasser zu stehen. An Nadam, dem großen Sommerfest der Mongolen, finden auch Pferderennen statt. Kinder zwischen 6 bis 12 Jahren dürfen daran teilnehmen. Am dritten Tag findet das längste Rennen statt. 35 Kilometer ohne Sattel und Steigbügel, nur eine Decke darf benutzt werden. 5 bis 6 Stunden im vollen Galopp.
Hier in Ulaanbaatar nehmen zigtausende von Zuschauern daran teil. Nach dem Rennen versuchen Zuschauer, eines der Pferde zu berühren. Den Schweiß des Pferdes auf die eigene Stirn gestrichen, soll Kraft und Energie bringen. Die junge Reiterin, ein Mädchen, scheint sehr erschöpft zu sein. Uzi veranstaltete für uns auch ein kleines Pferderennen. In der Mongolei ist es Sitte, ein Pferd, das hart geritten wurde, mit einem Schweißschaber zu putzen. Einige Reiter, auch Hozi, zeigten uns mit ihren Pferden noch den Chorro, den Passgang. In der Mongolei ein Zeichen für ein gutes Pferd. Mit Essen und einigen Gläsern Wodka, vielleicht einige Gläser zu viel, und singen, wurde der Tag beendet. Werden junge Pferde von der Weide geholt, müssen sie zuerst eingeritten werden. Eine nicht immer so leichte Sache. Nur schon das Satteln des jungen Wildpferdes braucht viel Geduld. Endlich ist die Herde da. Uzis ganzer Stolz. Thank you.
Mit einem mongolischen Sattel zu reiten ist eher schwierig. Man hat so keine Balance. Viel leichter ist es mit einem russischen. Die Landleute zeigen voller Stolz ihre Reitkünste. Diese wilden Reitkünste werden aber eher spärlich angewandt, weil sie die Pferde schonen wollen. In der Mongolei kennt man keine Winterbestallungen. Alle Tiere, so auch die Pferde, sind auch im Winter Selbstversorger und müssen im Schnee ihr Futter selber suchen. Ah, 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 ah